ich möchte etwas mit dir teilen. Und zwar ist es so, dass ich, seit ich denken kann, an meinen Fingernägeln geknabbert und gekaut habe. Deswegen hatte ich in den letzten Jahren, so oft es ging, künstliche Nägel drauf, weil ich wusste, wenn sie runter sind, knabber ich an meinen Fingernägeln. Und dieses Thema haben so viele und es wird wie alles andere auf dieser Welt so oberflächlich betrachtet, weil dann gesagt wird, es kommt von Stress oder ist eine dumme Angewohnheit. Aber diese Selbstverstümmelung, denn ja, nichts anderes ist es, kommt von unterdrückten Gefühlen des Selbsthasses, ja, was sich im Außen manifestiert in der Form, dass ich eben mich selbst verstümmele. Denn vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass es immer bestimmte Situationen sind, wo du anfängst, an deinen Fingernägeln zu kauen. Ja, man könnte sagen Stress, aber sehr oft sind es eher Gefühle von Ohnmacht oder wo wir an dieser Schwelle sind, wo wir diesen Zugang zu diesen Gefühlen haben, die wir nicht fühlen wollen. Und ich sage dir, bei mir hat es von einem Tag auf den anderen aufgehört, dass ich überhaupt das Verlangen danach hatte, das zu tun, als ich einen Teil von mir gefunden habe, der am Sterben war. Ein kleines Mädchen, was 2 Jahre lang keine Freunde hatte, allein in ihrem Zimmer saß und sich kaum an diese Zeit erinnern kann, weil es so schmerzhaft war. Und dieses kleine Mädchen sagte, es interessiert sowieso keinen, dass ich hier am Sterben bin. Ja, weil ich konnte mit niemandem reden, weder mit meinen Eltern, noch hatte ich eben Freunde oder sonst irgendwen. Und ich kann mich an diese Zeit nur erinnern, dass ich in meinem Zimmer saß und vor mich hin vegetiert habe. Aber diesen Schmerz habe ich nie gefühlt. Das heißt, ich bin quasi als Erwachsenes selbst in die Vergangenheit gereist, habe dieses Mädchen gehalten, habe ihren Schmerz gefühlt, um dann am nächsten Tag festzustellen, dass das Verlangen weg ist, an meinen Fingernägeln zu kauen. Und das war für mich mindblowing, weil ich niemals gedacht hätte, dass es daran liegt. Das heißt, du brauchst kein Zeug für auf deine Nägel, damit du nicht an ihnen knabberst. Und es ist nicht einfach nur Stress und auch keine dumme Angewohnheit. Es hat etwas mit dir zu tun, dass du dir das antust.